Hallo liebe Freunde, zu einer weiteren Folge aus der Moppelking-Reihe. Heute möchte ich euch mal ein kleines Buch vorstellen, wovon ich glaube, dass das wirklich in jede Küche gehört, was sich mit Diät, Abnehmen oder generell mit bewusster Ernährung befasst. Ich habe da selber seit vielen Jahren ein kleines Buch zu Hause. Das möchte ich euch heute vorstellen. Und dieses Buch nennt sich Kalorien mundgerecht. Ich blende das mal kurz hier ein. Dieses Buch ist eigentlich ein Büchlein, kann man sagen, was so ziemlich alle Nährwerte von Lebensmitteln enthält, die man sich so vorstellen kann, die einem so im täglichen Umfeld eigentlich wichtig sind. Darüber hinaus sind dort wichtige Tipps und Hinweise, aber du findest dort auch die Nährwerttabellen, zum Beispiel von Markenartikeln. Wir schauen jetzt mal ganz kurz im Internet. Ich zeige euch das Buch Kalorien mundgerecht, ich zeige euch aber auch, was damit passiert ist und ich zeige euch gleich noch eine Alternative. Also, schauen wir jetzt mal online. Dieses Buch und auch die Alternative schauen wir uns jetzt mal im Amazon-Shop an. Gehen wir mal rüber. So, hier habe ich mal das Buch Kalorien mundgerecht aufgerufen. Dieses Buch beinhaltet wirklich jede Menge Kalorientabellen, Nährwertangaben von Lebensmitteln aller Art. Ich empfehle das wirklich von ganzem Herzen, weil dort sehr schön kategorisiert alles drin ist, was man so für den täglichen Umgang braucht. Dieses Buch hat leider ein kleines Problem. Und zwar sieht man hier oben Juli 2004. Das heißt, dieses Buch wird nicht mehr weiter produziert. Nichtsdestotrotz empfehle ich, dieses Buch zu kaufen, weil viele Lebensmittel wie, ich sag mal, Reis, Nudeln oder Obst, Gemüse, das verändert sich ja nicht von den Nährwerten her. Das kann man also nach wie vor verwenden. Ihr könnt hier, das seht ihr hier unten, das Buch immer noch neu kaufen oder auch gebraucht kaufen. Kauft es ruhig gebraucht. Also wenn ihr das Buch haben wollt, kauft es ruhig gebraucht. Da kommen dann Versandkosten dazu, dann bist du immer noch 5, 6, 7 Euro. Das ist immer noch in Ordnung. Warum gibt es Kalorien mundgerecht nicht mehr? Es gibt es nicht mehr bei dem Verlag. Denn der uns allseits bekannte Hersteller Nestle hat entweder die Rechte aufgekauft oder die Namensrechte aufgekauft. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es dieses Buch jetzt unter dem gleichen Namen von Nestle und dieses ebenso nicht mehr. Wir schauen uns das mal von Nestle an. Dafür klicke ich einmal mal weiter. Kalorien mundgerecht in der 15. Auflage. Ihr seht auch schon, dass sich das Format des Buches geändert hat. Natürlich sind da auch wieder alle möglichen Werte drin. Ja? Aber dadurch, dass ein Hersteller wie Nestle so ein Buch kauft oder die Rechte kauft und das dann für seine eigenen Zwecke verwendet. Tja, ich bin da ein bisschen gespalten in meiner Meinung. Auf der einen Seite denke ich, okay, warum nicht? Ja. Auf der anderen Seite, wir wissen, was die Lebensmittelindustrie oder die Konzerne mit uns machen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht am Ende zu einer Nestle-Werbebroschüre wird, für die man auch noch Geld bezahlen muss. Gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke, hier hilft auch ein Blick in die Amazon-Bewertung. Da kann man mal runterscrollen. Man muss sich das auch mal einfach mal selber durchlesen. Wenn man das hier mal so sieht, ne? So Top-Rezensionen, 3 Sterne in vielem schlechter als die vorherige Auflage. Also damit ist halt kalorienmundgerecht gemeint, was ich euch gerade gezeigt habe. Oder hier Nestle-Werbebroschüre gegen Geld. Kalorienmundgerecht überarbeitete Variante, sogar mit nur 1 Stern bewertet. Hier schön gestaltet, aber sehr unpraktisch, sehr nervig. Also ihr müsst euch das selber durchlesen. Es gibt auch hier gute Bewertungen, super Buch, 5-Sterne-Bewertungen, alles von A bis Z. Also das muss sich tatsächlich jeder für sich selber bewerten. Nicht? Wahrscheinlich ist dieses Buch auch nicht schlecht. Aber ich habe eine echte Alternative gefunden zu dem ursprünglichen Buch Kalorien mundgerecht. Und das zeige ich euch jetzt. Das heißt nämlich Kalorien im Griff. Das ist nämlich vom Format her exakt gleich wie das alte Buch mundgerecht. Ist ebenso umfangreich, was die Nährwerttabellen angeht.
und enthält auch die normalen Lebensmittel, die man sonst so kennt, aber eben auch viele Markenprodukte und ist dabei nicht auf Nestle-Produkte festgelegt, sondern eben auch nutzt auch andere Hersteller. Wir können hier mal ins Buch ein wenig reingucken. Blick ins Buch, da gehen wir mal drauf. So, da haben wir dann auch schon dieses, das Cover. Was mir hier positiv auffällt, ist, wir haben hier die Autoren Professor Dr. Ibrahim El-Matfa, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und Dr. Alexa Leonie Meyer. Also es hat jetzt erstmal den Eindruck, dass wirklich sich zwei zusammengetan haben und gesagt haben, hey, das kann nicht sein, dass das von Nestle da aufgekauft wird, wir machen es selber weiter. Das ist im Übrigen auch dann in einer relativ neuen Auflage. Auch hier findest du genau wie in dem alten Buch Kalorien mundgerecht die gleichen Kategorien. Wir gehen da mal rein, wonach das alles aufgeteilt ist. Zum Beispiel Gemüse und Obst, Getreide, Getreideprodukte, Milch, Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Eier, Knabbereien, Süßes, Getränke, Spezialtabellen und so weiter. Also du findest tatsächlich hier für alles Mögliche, Smoothies, Spirituosen, Pizzas, Süßspeisen, findest du alle nötigen Kalorien, aber auch andere Tabellen, also andere Nährwerttabellen, eben auch von Markenlieferanten aller Art. Und das macht den täglichen Umgang mit so einem Buch natürlich sehr entspannt. Auch das Format dieses Buches ist sehr entspannt, also die Größe, ja, es ist also wirklich nicht groß, sodass du es halt in der Handtasche dabei haben kannst oder im Auto, in der Mittelkonsole, du kannst es halt wirklich immer dabei haben. Zudem stehen in dem Buch noch viele weitere interessante Dinge drin, hier zum Beispiel, wie sich Grundumsatz errechnet, was ein Leistungsumsatz ist, also der Unterschied zwischen Grundumsatz und Leistungsumsatz. Das ist das, wozu wir irgendwann noch kommen in den Videos. Hier zum Beispiel mal so ein Energieverbrauch bei ausgewählten Aktivitäten. Hey, das schauen wir doch mal. Also wir gehen ja immer spazieren, ja, moderat, normales Gehen. Hier haben wir hier 5 km/h, das kommt hin. Für einen Mann 121 Kalorien. Gut, das ist jetzt natürlich für einen normalgewichtigen Mann. Ich habe ja nochmal 100 Kilo locker mehr mit mir rumzuschleppen. Danach berechnet sich das ein bisschen anders. Ja, also mit 200 Kalorien pro 30 Minuten kommt das durchaus hin. Ja, aber guck mal hier, Fahrradfahren, ja, anstrengende Sachen, Laufen, Brustschwimmen zum Beispiel. Brustschwimmen ist sehr interessant. Das ist das, was bei mir bald dazukommt. Halbe Stunde, 367 Kalorien. Das reizt schon, ne? Also sag mal, rund 400 Kalorien für eine halbe Stunde Brustschwimmen. Ja. Dazu nochmal 30 Minuten Laufen am Tag, also gehen, stell dir das mal vor, man macht das an einem Tag. 400 Kalorien hier, 200 Kalorien da, das sind dann 600 Kalorien an einem so einen Tag. Das ist schon viel, ne? Sollte man sich überlegen. Also überlege ich mir nicht, ich mache das. Aber das seht ihr dann auch. Ansonsten seht ihr hier noch viele, viele, viele weitere Informationen. Körpergewicht, Body Mass Index, was sind Nährstoffe, wie ist die Gewichtung. Also ganz viele wichtige Informationen findet ihr hier in diesem Buch. Oh ja, das ist auch wichtig. Ich sehe das hier gerade, glykämischer Index und glykämische Last. Das ist auch noch was, wozu wir in einem anderen Video kommen. Aber wenn du das Buch liest, dann bist du mir da auf jeden Fall voraus. Ballaststoffe, ganz wichtig, Fette. Also du siehst, hier sind jede Menge andere Informationen drin. Aber ich will jetzt eigentlich mal auf so eine Tabelle gehen. Mal gucken, ob wir da so hinkommen. Ich scroll mal einfach weiter. Ah ja, hier sind wir schon. Ja, Obst und Gemüse. Hier ist zum Beispiel die Portionsgrößen mit angegeben. Blumenkohl, TK, gekocht, ungekocht. Brokkoli, normal Brokkoli gekocht. So. Und normalerweise ist das ja ein Buch, was man halt so aufklappt. Dementsprechend hast du links, auf der linken Seite steht dann zum Beispiel das Produkt oder der Artikel und auf der rechten Seite stehen dann hier die Nährwerte. Und das ist sehr schön aufgeteilt, das siehst du hier. Kilokalorien, also in der ersten Spalte, gucken wir mal, was war hier in der ersten Spalte, war eine Artischocke. Ein Stück, 200 Gramm, enthalten also 44 Kalorien, 4,8 Gramm Eiweiß, Fett 0,2, Kohlenhydrate 5,2, Ballaststoffe, also sehr hoch, 21,6 Gramm,
Und pro 100 Gramm ist das hier hinten auch nochmal angegeben, also die Kalorien. Ich finde diese Aufteilung sehr gut, weil es auf einen Blick genau das uns anzeigt, was wir zum Abnehmen auch brauchen. Das ist in dem alten Buch Kalorien mundgerecht genauso gewesen. Deswegen kann ich euch dieses Buch Kalorien im Griff als Alternative zu Kalorien mundgerecht sehr ans Herz legen. Diese drei Bücher verlinke ich euch unten in der Artikelbeschreibung. Da könnt ihr mal gucken, was euch eher liegt. Ich denke, es hilft, die Kundenrezession durchzulesen. Die passen ja doch meistens irgendwie. Schaut einfach mal, welches von den drei Büchern euch zusagt. Und guckt mal, wie gesagt, häufig gibt es das auch gebraucht. Kostet ein bisschen weniger. Manchmal kommen die Frachtkosten dazu. Da müsst ihr aufpassen. Es gibt hier Bücher, die sind kosten gebraucht weniger. Dann zahlt ihr aber Frachtkosten dazu. Und dann seid ihr bei dem gleichen Preis, was das Buch neu ohne Frachtkosten kosten würde. Und wer Amazon Prime-Kunde ist, ja, der spart häufig ja eben genau diese Versandkosten ein. So, okay. Das war's von meiner Seite aus. Ich, wie gesagt, verlinke euch die drei Bücher unten in der Artikelbeschreibung. Wenn ihr dazu Fragen habt, fragt einfach unten in der Kommentarfunktion, schreibt es einfach da rein. Ich beantworte das gerne. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Das wird dann nicht mehr vom Schreibtisch sein oder von meinem Sessel, sondern da werden wir uns mal wieder bewegen. Wieder mal draußen, schön in der frischen Natur, und ich hoffe, dass dann endlich mal die Sonne scheint. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.